Wie funktioniert Nachhaltigkeit? Wie gelingt ein ressourcenschonendes Leben? Antworten auf diese Fragen kann uns auch der Wald liefern. Er ist unsere grüne Lunge. Regenerativer, aber auch sozialer Organismus. Der Begriff der Nachhaltigkeit ist dabei eng verbunden mit der Geschichte der Forstwirtschaft im Nürnberger Reichswald und geht zurück ins 14. Jahrhundert. Da gibt es einen Patrizier, der hat Peter Strohme gehabt und der hat die Nadelholzsaat erfunden. Und hier im Reichswald gilt er quasi als Urvater der Nachhaltigkeit. Auch Nürnberg war ja bereits damals eine Metropole. Und aus der Not heraus hat man sich eben Gedanken gemacht, wie man die devastierten Flächen des Reichswaldes damals, der war maximal übernutzt, wieder in Bestockung bringt, dass man eben Holz als Ressource hat. Auch der Wald ist vom Klimawandel stark betroffen. Die zunehmende Trockenheit und Dürre macht vor allem der Kiefer und der Fichte zu schaffen. Die historische Bestockung im Altbestand, das sind 90% Nadelhölzer. Da kracht es gewaltig. Also wir hatten da ganz massive Schadensjahre. Aber, und das ist das große Aber, hier ist eben seit 40 Jahren ist Vorsorge getroffen worden. Da ist Waldumbau betrieben worden. Selbst wenn sozusagen das Dach, das momentane Dach des Waldes, die Kiefern und die Fichten zusammenbrechen, und es gibt Bereiche, da tun sie das oder da sind sie bereits zusammengebrochen, haben wir noch diese zweite Schicht, die eben vor 40 Jahren begründet wurde und die Waldfunktionen übernehmen kann. Das Waldsterben in den 1980er Jahren war auch für die bayerischen Staatsforsten Anlass zum Umdenken. Es mussten Maßnahmen ergriffen werden, um den Wald zukunftsfähig zu machen. Er ist nicht nur Ökosystem, sondern auch aus ökonomischer Sicht wichtig. Der Waldumbau könnte also auch Vorbild für Nürnberg sein, wenn es darum geht, zukunftsfähig und lebenswert zu bleiben. Visionen für die zukunftsfähige Stadt wollte im Januar 2024 auch eine Ausstellung im Caritas Pirkheimer Haus liefern. Sie sollte Besucherinnen und Besucher zum Umdenken anregen und Denkanstöße geben. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Ausstellungseröffnung Visionen für eine zukunftsfähige Stadt. Das bunte Amt für Zukunft Nürnberg zeigte eine klimagerechte Vision eines grünen Nürnbergs. Für den Macher hinter diesem visionären Projekt ist Zukunft in erster Linie bunt, voll von Zuversicht und Lebensfreude. Ja, hinter dem bunten Amt für Zukunft stecke schon irgendwie ich, auch wenn es das bunte Amt für Zukunft eigentlich gar nicht gibt. Das bunte Amt für Zukunft ist nur Fiktion. Es erzählt auf Instagram eine Geschichte von einem Institut für die Visualisierung einer lebenswerten Zukunft, das es so natürlich eben nicht gibt. Aber trotzdem ist das eine Fiktion, die Bilder erschafft, die wirklich da sind und die darauf hofft, dass langsam das Ganze zu mehr Realität wird. Die KI-generierten Bilder von Ulrich Schmidt verströmen Optimismus und zeigen grüne Wohlfühloasen, die oft an Stadtansichten Nürnbergs erinnern. Dieser Effekt ist Teil des Konzepts. Der Künstler fütterte die künstliche Intelligenz mit realen Bildern aus der Frankenmetropole. Solar Punk heißt die Kunstrichtung, die sich allgemein mit einer wünschenswerten Zukunft beschäftigt. Die Stadt Nürnberg könnte sich von den visionären Werken des Künstlers bei der Umsetzung ihres sogenannten Masterplans Freiraum sicherlich ein paar Inspirationen holen. Baureferent Daniel Ulrich jedenfalls zeigte sich am Abend der Vernissage beeindruckt von den ausgestellten Bildern. Ich glaube, einerseits ganz interessante Bilder, die zeigen, dass Utopien einer begrünten Stadt nicht immer so weit weg von der Wirklichkeit sind, die es heute schon gibt, also erreichbar sind, das heißt also auch erstrebenswert sind. Wir können an vielen Stellen Dinge tun, die man hier sehr schön dargestellt hat, die wir schon getan haben, also können wir sie wieder tun und öfter tun. Andererseits natürlich auch die Frage, wie gehen wir mit dem Verkehr in der Zukunft um, weil der Verkehr ist unser größter
Platzfresser im öffentlichen Raum. Und da haben wir natürlich ganz heiße Debatten. Wie wickelt man Binnenverkehr, Mobilität in einer Stadt der Zukunft ab, die trotz alledem ja gewisse Ausmaße hat? Allein zu Fuß wird es wohl nicht gehen, weil Nürnberg ist hübsch groß und alle anderen sind aber Raumkonkurrenz. Und die Raumkonkurrenz zu lösen, das wird schwierig. Schmidt geht es in seinen Werken um mehr als nur die reine Visualisierung einer bunten Zukunft. Er möchte damit auch den politischen Wandel vorantreiben. Seine Bilder sollen Ideen schaffen, wie die Stadtgesellschaft künftig aussehen könnte. Wie wir unsere Zukunft in Nürnberg gestalten, ist auf jeden Fall auch eine Frage eines demokratischen Prozesses. Ja, ich kann jetzt nicht verlangen, dass meine Ideen hier umgesetzt werden, aber ich glaube, man muss überhaupt erstmal Ideen haben. Und ich würde mir wünschen, wenn ganz viele Leute hier eine Idee haben und wenn es am Ende vielleicht nicht mehr die Wahl ist, von welcher Politiker sieht auf dem Wahlplakat am besten aus, sondern in welcher Welt, in welcher Zukunft wollen wir wirklich leben. So wünschenswert die Orte auch sein mögen, noch sind die Bilder von Ulrich Schmidt und seinem bunten Amt für Zukunft Nürnberg reine Visionen einer fernen Zukunft. Näher an der Realität bewegt sich die Initiative Nürnberg autofrei, die ebenfalls im Caritas-Pürkheimer Haus dabei war. Also unsere Idee ist, dass wir vorher nachher zeigen möchten, wie schaut die Stadt aktuell aus und wie könnte sie aussehen. Ja, da haben wir eben ganz konkret bestimmte Plätze genommen, bestimmte Straßen, um mal anzuregen, drüber nachzudenken, mal innezuhalten, so wie schaut eigentlich aktuell gerade unsere Stadt aus und möchten wir das wirklich oder möchten wir vielleicht eigentlich was ganz anderes? Bei der individuellen Fortbewegung würden sich viele Bürgerinnen und Bürger jedenfalls weniger Dominanz der Autos wünschen. In Bezug auf nachhaltige Verkehrsplanung hat Nürnberg noch einiges aufzuholen, findet die Initiatorin von Nürnberg autofrei. Also wenn es um Nachhaltigkeit geht, ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben in Nürnberg. Da fallen mir vor allem ganz viele Negativbeispiele ein, nicht so viele Positivbeispiele. Man muss einfach nur mal mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren. Ja, und aus der Perspektive von einem Fahrradfahrer zum Beispiel oder vom Fußgänger sich die Stadt anschauen. Und dann wird man ganz schnell feststellen, man ist Lärm ausgesetzt, man ist schlechter Luft ausgesetzt. Es wird wahnsinnig viel CO2 in die Luft gepustet, aktuell noch mit den Verbrennern. Und die Verbrenner können zwar irgendwann ausgetauscht werden, ne, durch E-Autos, aber bis es soweit ist, wird es wahnsinnig lange dauern. Und wenn es um Nachhaltigkeit geht, dann ist es, glaube ich, müssen wir viel breiter denken. Ne? Es geht ja auch darum, wie fühlen sich Menschen in der Stadt, wie ist die Lebensqualität. Und die Lebensqualität ist halt einfach höher, wenn es zum Beispiel mehr Grün gibt. Die Ausstellung im Caritas-Pürkheimer Haus macht Hoffnung und Lust auf Zukunft. Es braucht jedoch mutige Menschen und klar formulierte Forderungen, wenn Visionen wie die grüne und autofreie Stadt Realität werden sollen. In Sachen nachhaltige Kleidung hat sich in Nürnberg in den vergangenen Jahren schon einiges getan. Vintage-Mode ist salonfähig geworden. Also ich finde, das Image von Secondhands hat sich auf jeden Fall verändert. Und das aber nicht schon gestern oder heute erst, sondern tatsächlich schon seit längerem. Also bestimmt seit einem Jahrzehnt kann ich das beobachten, dass Secondhand-Kleidung in ist. Also das bestätigen auch einfach die Aussagen von meinen Kundinnen, die sagen, Mensch, ich habe schon immer und ewig Secondhand gekauft und auch nicht nur auf Flohmärkten oder Trödelmärkten, sondern tatsächlich auch in Secondhand-Läden, die es auch schon damals gab. Von dem her, also das ist aus der Schmuddelecke total raus. Secondhand wird ansprechend präsentiert. Secondhand wird in ganz unterschiedlichen Styles auch präsentiert. Und von dem her kann das mindestens mit Fast Fashion und Co. genauso mithalten. Das Vinties in der Fürther Straße ist eine gemeinnützige Initiative der Aktion Hoffnung und unterstützt seit über 30 Jahren Entwicklungsprojekte auf dem ganzen Globus. Das Angebot an kommerziellen und karitativen Secondhand-Läden in Nürnberg wurde mit den Jahren immer größer. Also ich habe jetzt neulich erst einen Artikel dann gelesen, dass Nürnberg zu der nachhaltigsten Stadt im Sinne von der Secondhand-Top-Number-One-Stadt zählt, mit der
größten, mit den meisten Secondhand-Läden, gemessen an der Einwohnerzahl. Und das hat mich natürlich schon super gefreut, dass Nürnberg an erster Stelle vor Berlin und Co. steht. Von dem her gehe ich davon aus, dass einfach die Secondhand-Landschaft hier wirklich sehr, sehr breit gefächert ist. Und ich mache zusammen mit der Simone Alberti vom Rauschgold den Secondhand-Guide seit 2013. Und da habe ich die Nürnberger und Umland, die Secondhand-Landschaft, ziemlich im Blick. Also wir bringen einen Secondhand-Guide jährlich heraus und schauen einfach, welche Läden gibt es in Nürnberg, in Fürth, Schwabach, Erlangen und Umgebung, um die dann zu präsentieren. Also zum einen ist tatsächlich ein Appell an alle Nutzerinnen von Kleidung, und das sind wir ja einfach alle, wir tragen alle Kleidung, sehr, sehr pflegsam und sorgsam auch einfach mit dieser wertvollen Ressource umzugehen. Also das heißt, richtig zu waschen, richtig zu trocknen, langlebig zu tragen, auf Qualität zu achten, also da auch Qualität vor Quantität auf jeden Fall. Und dann, wenn man sagt, okay, mein Style hat sich verändert, meine Größe hat sich verändert, ich bin es nicht mehr, und dann kann ich es nochmal weitergeben. Also das heißt, vom Konsumverhalten, wie ich schon hier meine Kleidung trage, das dann auch nochmal weitergebe und da auch darauf achten, dass Secondhand wirklich von Hochwertigkeit leben kann und somit ja auch den klassischen Einzelhandel übertrumpfen kann, da zählt die Qualität und da müssen auch gute Stücke rein. Wie wird also ganz konkret nachhaltige Mode massentauglich? Und gräbt damit dem Fast-Fashion-Trend von Zara, H&M und Co. das Wasser ab? Ein paar Tipps kann die Nürnberger Vintage-Mode-Expertin geben. Es muss schön präsentiert sein, ordentlich, übersichtlich, dass auch das Einkaufserlebnis und die Einkaufslust geweckt wird, dass ich mich da genauso wohlfühle und mich schnell orientieren kann wie im klassischen Einzelhandel. Und für mich persönlich ist einfach Secondhand lebhafter. Also das spürt man. Man spürt die Geschichte dahinter, man spürt den Vibe in einem Secondhand-Laden, der sich vom klassischen Einzelhandel unterscheidet. Und wenn wir da nur von den Vorzügen irgendwann sprechen dürfen, wäre es natürlich eine schöne Sache. Prominent besetzt war die Nürnberger Nachhaltigkeitskonferenz im April 2024, zu der die Stadt Nürnberg in der Kulturwerkstatt auf AEG eingeladen hatte. Wasser, Energie und Klimaschutz standen im Fokus der Veranstaltung. Mit Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar und Klimaaktivistin Carla Reemtsma war man schon gut aufgestellt. Ist das auch so beim Stand in Sachen Nachhaltigkeit bei der Stadt Nürnberg? Es kommt immer darauf an, wie man es sieht. Wenn wir natürlich die Zeituhr anschauen für die Klimaziele, dann wissen wir, dass wir viel schneller werden müssen. Wenn ich mich jetzt umschaue im Vergleich zu anderen Städten, glaube ich, sind wir sehr gut unterwegs und da kochen alle mit Wasser. Also Nürnberg. Die Umweltreferentin der Stadt Nürnberg denkt naturgemäß positiv. Auch der launige Vortrag von Ranga Yogeshwar sollte Optimismus unter den Zuhörerinnen und Zuhörern verbreiten. Er beschrieb die zukünftige Welt, in der sein vierjähriger Enkel Emil aufwachsen wird. Für den gelernten Physiker sieht diese Zukunft nicht nur dunkel aus. Ja, ich bin zuversichtlich, weil wir Menschen immer gezeigt haben im Laufe der Geschichte, wir können uns verändern. Und ich glaube, das Wichtige ist dabei, in der Veränderung wird es oft besser. Wir denken immer, früher war alles besser, aber bei genauer Betrachtung merken wir, nein, heute ist alles besser. Und natürlich gab es immer Ängste, die gab es auch in meiner Jugend. Und was mich positiv stimmt, ist, dass es auch machbar ist. Also das ist nicht ein Ziel, was illusorisch ist, ein nachhaltiges Land, eine nachhaltige Stadt, eine nachhaltige Mobilität, sondern wir sehen heute schon ganz praktisch, dass kann funktionieren. Und insofern bin ich positiv, dass wir das auch dann schaffen. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, geht es ja ganz, ganz oft um die Frage, wie bin ich heute Morgen hergekommen und was habe ich gefrühstückt? Aber klar ist, nachhaltiges Leben bedeutet eigentlich, wie sieht die Gesellschaft aus? Und
Ist es eine Gesellschaft, die garantiert, dass zukünftige Menschen auch noch die Lebensbedingungen haben, die wir jetzt gerade haben, für ein gutes Leben? Das heißt, für mich ganz persönlich heißt das, ich bin super viel aktiv als Klimaaktivistin und engagiere mich, dass wir mehr Klimaschutz haben, dass die Regierung die 1,5-Grad-Grenze einhält und konsequente, aber auch sozial gerechte Klimapolitik macht und damit eben genau die Rahmenbedingungen schafft, die wir für ein nachhaltiges Leben für alle auch in der Zukunft brauchen. Bei der Schlussrunde nahmen die Gäste noch einmal auf der Bühne der Kulturwerkstatt Platz. Es ging darum, abstrakte Nachhaltigkeitsziele auf konkrete Projekte in der Stadt Nürnberg herunterzubrechen. Die städtische Kläranlage soll zum klimaneutralen Betrieb umgebaut werden. Und auch die Stadtverwaltung hat sich das Ziel gesetzt, in gut 10 Jahren klimaneutral zu sein. Es blieb aber weitestgehend bei Absichtserklärungen, deren Sinnhaftigkeit man sich durch Online-Abstimmung vom Publikum bestätigen ließ. Trotzdem sind die Teilnehmer von der Notwendigkeit einer solchen Konferenz überzeugt. Es gibt Veranstaltungen wie diese hier, wo man doch merkt, dass man das ernst meint, dass man bestimmte Pläne hat, dass man langfristig auch wirklich einen Masterplan hat. Also da ist es ganz gut. Und derjenige, der die Frage viel besser beantworten kann als ich an der Stelle, sind die Bürgerinnen und Bürger in Nürnberg. Orte, an denen Menschen zusammenkommen und über Nachhaltigkeit und die Klimakrise sprechen, gerade die Leute, die dann die Veränderung auch umsetzen, weil sie in der Verwaltung, in den Behörden, in den Institutionen sind, die genau das machen, sind essentiell. Diese Veränderung gelingt nur, wenn die Menschen zusammenarbeiten, die Hoffnung behalten und gleichzeitig aber auch kritisch schauen, okay, machen wir wirklich genug oder ist es jetzt gerade hier so, naja, wir haben jetzt weniger Plastikbecher, aber dafür bauen wir dann eine Autobahn. Und das ist auf der einen Seite ganz wichtig, auf der anderen Seite sehen wir ja auch hier das Spannungsfeld. Der Frankenschnellweg ist ja auch eine Ansage teilweise dann von bundespolitischer oder landespolitischer Ebene. Da kommt dann von oben die Ansage, wir wollen Autobahnen ausbauen, obwohl klar ist, das ist im Jahr 2024 nicht mehr zeitgemäß. Wir können kein Geld mehr in die Hand nehmen und klimaschädliche Infrastruktur ausbauen und fördern. Wir wissen, wo man Straßen baut, gibt es mehr Verkehr bedeutet mehr Emissionen. Und damit ist auch klar, in diesem Spannungsfeld müssen sich dann aber auch Behörden positionieren und sagen, wenn wir Nachhaltigkeit wirklich wollen, dann geht das nicht. Dann wollen wir das als Stadt Nürnberg vielleicht auch nicht umsetzen. Für die Gegner des kreuzungsfreien Ausbaus des Frankenschnellwegs sind die Aussagen der Aktivistin Remzmar Wasser auf deren Mühle. Für Mitglieder von Extinction Rebellion war die Veranstaltung ein willkommener Anlass, um gegen dessen Ausbau zu demonstrieren. Der Oberbürgermeister nahm die Protestaktion, wenn, dann nur aus dem Augenwinkel wahr. Und auch die Umweltreferentin kann nur den aktuellen Sachstand kommentieren. Ja, beim Frankenschnellweg gibt es eben einen gültigen Beschluss der Mehrheit des Stadtrates, der den Ausbau vorsieht. Ich denke, jetzt muss man erst mal gucken. Es müssen neue Berechnungen gemacht werden, was die Kosten angeht und wie das genau sein muss. Und dann werden wir weitersehen, wie der Stadtrat sich dazu verhält. Die Nachhaltigkeitskonferenz auf AEG war noch nicht beendet. Da startete vor dem Opernhaus schon die Raddemo gegen den Ausbau des Frankenschnellwegs. Die Klimaaktivisten von Extinction Rebellion, der Bund Naturschutz und die Initiative Nürnberg Autofrei hatten dazu aufgerufen. Für sie ist klar, der kreuzungsfreie Frankenschnellweg ist ein Relikt des vergangenen Jahrhunderts. Die anvisierten Klimaziele der Stadt lassen sich mit solchen Projekten nur schwer erreichen. Wir fahren Rothenburger drauf, genau. Und dann bis Janssenbrücke und? Dann erst zweimal den Kais rum, dann zur Janssenbrücke hoch und oben an der Janssenbrücke. Und dann zurück? Rund 200 radelnde Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollten ein Zeichen setzen und für kurze Zeit den Frankenschnellweg okkupieren. Das ist jetzt die 4. Demonstration innerhalb von einer guten Woche, nachdem das Gericht praktisch die Klage vom Bund Naturschutz in zweiter Instanz abgewiesen hat. Die Begründung fehlt dann noch dazu, also das heißt, die Details dafür wissen wir nicht, aber es ist abgewiesen erstmal. Und danach ist ganz klar, jetzt muss das Ganze politisch bearbeitet werden. Und kaum, dass die Stadtpolitik ein bisschen vernünftig wird und sagte, lass uns noch mal gucken, ob eine Planung von vor über 20 Jahren jetzt noch zeitgemäß sein kann. Wir haben danach ein Stadtklimagutachten erstellt, wir haben Mobilitätspläne erstellt, einen Masterplan, nachhaltige emissionsfreie Mobilität. Das hat ja da alles keinen Eingang gefunden. All das, was wir gelernt haben über unsere Stadt, wie sie sich entwickelt und was wir folgern,
wie wir uns schützen können, dass wir in Zukunft hier gesund leben können und wie wir unsere Stadtgestaltung und Mobilität ausrichten müssen, ist da ja gar nicht drin in der Planung von vor über 20 Jahren. So, also es war sehr vernünftig zu sagen, wir setzen uns zusammen, nutzen die Verschnaufpause und dann kommt aber der gute Herr Ministerpräsident und winkt, um Gottes Willen, meine Frankenröhre ist in Gefahr. Ich wedel mit dem Geldbeutel. Ich habe ja Steuermittel zu vergeben, die sind zwar von den Bürgern, aber ich hätte sie gerne in der Frankenröhre. Hunderte von Millionen. Aber am Schluss ist es trotzdem eine Milliarde Steuergeld. Nach Ansicht von Bettina Klose vom Bund Naturschutz sollten die Gelder lieber in eine nachhaltige Verkehrswende investiert werden. Nürnberg tut zu wenig für die Sicherheit der Radler. Wenn ich mehr öffentlichen Verkehr habe, wenn ich Fuß- und Radverkehr so attraktiv mache, dass sich das jeder traut, dann wird auch eine Wende kommen. Im Moment ist es ja so, dass viele Leute schon eigentlich ganz gerne würden und sich nicht trauen. Und für noch einen anderen Anteil, da ist es gar nicht denkbar. Da ist es so gefährlich, die nehmen den Radverkehr als so gefährlich wahr und den Straßenverkehr, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, überhaupt an den Fahrrad zu denken. Vom Opernhaus ging die radelnde Demo dann über den Plärrer und die Rotenburger Straße auf den Frankenschnellweg. Ein nicht ganz alltäglicher Anblick musste das für die Autofahrer sein, die an diesem Tag das Nachsehen gegenüber den Zweirädern hatten. Die Biker hingegen genossen die Freiheit auf der Straße. Fünf Spuren ganz für sie alleine. So könnte der Frankenschnellweg in ihren Augen wohl immer aussehen. Nimmt man die weltweite Ackerfläche und teilt sie durch die Weltbevölkerung, so stünden jedem Menschen 2000 Quadratmeter davon zur Verfügung. Diese Fläche, auf der dann alles wächst, was der Mensch zum Leben braucht, zeigt der Weltacker in Nürnberg. Neben den Pflanzen für unsere Nahrung finden sich darauf auch Faser- und Energiepflanzen. Wir in Deutschland beanspruchen aber 4000 Quadratmeter pro Person und entziehen durch unseren Verbrauch einem anderen Menschen die Lebensgrundlage. Also die Ursachen liegen zum einen A in der Lebensmittelverschwendung logischerweise. Wir kaufen mehr, als wir konsumieren und schmeißen sehr viel weg. Und dann liegt es auch an den Importen und Exporten. Also diese 4000, wie die zustande kommen hier in Deutschland, ist so, wir importieren viel mehr Fläche sozusagen, als wir exportieren. Und dadurch nehmen wir den Leuten das Essen weg. Und wir sind halt im Vergleich der Welt sind wir ein Wohlstandsland und kaufen halt viel, viel mehr ein, damit halt im Rewe das ganze Jahr über die Tomaten liegen und wir das ganze Jahr über Tomaten kaufen können. Nachhaltigkeit sieht anders aus. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Weltackers möchten auf dieses Ungleichgewicht aufmerksam machen und führen Interessierte durch die einzelnen Felder. Auf dem Weltacker finden sich neben Soja, Bohnen und Sesam beispielsweise auch Baumwolle zur Herstellung von Kleidung oder Raps zur Energiegewinnung. Den größten Teil nehmen Mais mit 237 Quadratmetern und Weizen mit 256 Quadratmetern ein. Bisschen untypisch für Weizen, normalerweise wächst er so relativ gleichmäßig. Aber wir sind hier jetzt auch kein typischer Acker, wir sind ja doch irgendwo auch ein Garten hier, so wie das aufgebaut ist. Dieses Areal, was jetzt noch so ein bisschen wild ausschaut, was hier vom Weizen so umrahmt wird, dieses Rechteck, das ist die gesamte Gemüsefläche, die weltweit für euch angebaut wird. Also, was ich persönlich am erschreckendsten fand, ist, dass das Gemüsefeld eigentlich das kleinste war. Und von diesen, sag ich jetzt mal, zwei Dritteln an Getreide, die hier angebaut werden, gehen 60% schon allein nur für Tierfutter. Werden nur für Tierfutter angebaut. Und das ist auch immer so, wenn wir unseren Soja hier stehen haben, dann sagen, kommen immer ganz viele Menschen, ja, aber wird ja der Regenwald für abgeholzt, damit die Veganer, Vegetarier Tofu essen können. Aber von diesem großen Feld an Soja ist, ich bin mir gerade nicht sicher, aber es ist ein sehr, sehr geringer Anteil wirklich nur für die menschliche Produktion gedacht. Und da kommt dann auch wieder Import und Export
sag ich mal, auf den Teller von uns, weil das Soja, was wir hier konsumieren, was wir essen, kommt hauptsächlich aus Europa. Das Tierfutter kommt aber aus dem Regenwald. Hinter dem Weltacker steht die Nürnberger Stiftung Innovation und Zukunft. Neben Elna Tietböhl besteht das feste Team aus einer gärtnerischen Leitung und einem Verantwortlichen für Bildung und Wissenstransfer. Zusammen mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern halten sie das Projekt nun schon im zweiten Jahr am Laufen. Unser großes SDG ist SDG 4, die hochwertige Bildung. Das heißt, wir möchten jedem Bildung ermöglichen, sage ich jetzt mal, Schulen, Unternehmen, Institutionen, jeder ist hier willkommen und wir möchten halt die Nachhaltigkeit zeigen und die Nachhaltigkeitsziele erlebbar und begreifbar machen und zeigen, dass man die umsetzen kann in der Stadt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn wir hier Kulturen wie zum Beispiel die Baumwolle haben, die wir auch anpflanzen, anhand derer können wir sehr, sehr viele SDGs thematisieren oder halt auch Nachhaltigkeitsthemen wie Pestizideinsatz, Arbeitsbedingungen, genau, etc. Es gibt 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Im Rahmen des Weltacker-Projekts können allein 14 davon thematisiert werden. Neben hochwertiger Bildung sind das beispielsweise sauberes Wasser, weniger Ungleichheit oder nachhaltiger Konsum und Produktion. Der Weltacker trägt dazu bei, diese Ziele für die Bürgerinnen und Bürger konkret werden zu lassen. Wir als Weltacker, natürlich wollen wir hier auch die Führung geben, aber wir möchten natürlich auch Größeres bewegen. Wir wollen mehr Druck machen auf die Politik, das, was passieren muss im Sinne von Nachhaltigkeit. Das kann, wir sagen immer, wir kommen aus dem Projektcharakter, aber es können nicht immer nur EhrenämtlerInnen machen. Also es muss viel mehr von oben passieren, damit wir wirklich nicht den großen Knallwald haben. Auch die Stadt Nürnberg hat sich zu den Nachhaltigkeitszielen der UN für die zukünftige Stadtentwicklung bekannt. Die Projektleiterin des Weltackers sieht das als positives Zeichen, würde sich aber generell mehr Tatkraft und Unterstützung wünschen. Ich sehe schon die Bemühungen von Nürnberg und von der Nürnberger Stadt, da mehr zu machen. Also man sieht schon allein von Nachhaltigkeitskonferenzen und es wird Werbung für die SDGs in den U-Bahnen gemacht etc. pp. Also sie geben sich schon Mühe, aber es muss mehr in die Aktion kommen. Es ist immer sehr, sehr schwierig, finde ich, das zu sagen, aber es muss halt auch was passieren, es muss aktiv was passieren. Und ich finde das Format der Nachhaltigkeitskonferenz fand ich auch sehr gut, aber es ist halt wieder die gleiche Bubble, die dort war. Es waren die Leute da, die sich schon dafür einsetzen und wir müssen versuchen, die Menschen zu kriegen, die sich vielleicht mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Stadt noch nicht auseinandergesetzt haben. Seit 2 Jahren schon zeigt der Weltacker nun, wie nachhaltiges Leben funktionieren kann und trägt vielleicht dazu bei, dass wir in Zukunft keinem anderen Menschen mehr durch unseren Konsum die Lebensgrundlage entziehen. Nachhaltiges Leben ist eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass nachfolgenden Generationen nicht die Ressourcen ausgehen. Oft dient uns die Natur als Vorbild für nachhaltige Systeme. Auch der Reichswald, die große grüne Lunge für die Stadt, besitzt noch Widerstandsfähigkeit. Vielleicht das, was man lernen kann oder wo man Hoffnung draus schöpfen kann, ist, dass der Reichswald wahrscheinlich historisch gesehen einer der geschundertsten Wälder überhaupt war. Der hat seit dem Mittelalter eine extreme Nutzung erfahren. Und trotzdem haben Generationen von Förstern, aber auch die Öffentlichkeit, mit der Unterstützung der Öffentlichkeit, wir haben es geschafft, dass es wieder ein toller Wald ist und sagen wir, der Kampf ist jetzt noch nicht vorbei, gerade mit diesen neuen Herausforderungen des Klimawandels. Und ich glaube, wenn man Themen anpackt, dann kann man das auch schaffen. Das ist vielleicht das, was man daraus positiv rausziehen kann. Und ich meine, das hat man auch gesehen, dass es immer wieder neue Dimensionen gibt, die man in diesen Nachhaltigkeitsbegriff reinpacken muss. Und sagen wir, das sind halt neue Herausforderungen. Und ich denke, das ist in der Stadtpolitik ähnlich, dass es immer wieder neue Themen gibt, denen man sich dann stellen muss. Und an oberster Stelle steht bei uns momentan der Walderhalt und die Schaffung eines klimaresilienten Waldes.